zum Vorlesetag 2020 schöne Grüße von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums. Mein Name ist Angela Huang und ich möchte euch heute sehr gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Heute möchte ich euch etwas aus den hansischen Handelsstraßen vorlesen. Das ist eine Publikation von 1969, in der die Herausgeber nach sorgfältiger historischer Recherche die Fernhandelsstraßen des hansischen Handels versucht haben zu rekonstruieren. Es gibt ein Textband und dann den Atlas dazu, in dem man das Ganze schön nachvollziehen kann. Gerade sind wir auch dabei, im Viabundus-Projekt diese Karten der hansischen Handelsstraßen zu digitalisieren. Für den Vorlesetag nehme ich euch mit auf eine kleine Reise von Lübeck nach Lüneburg. Diese Strecke ist eine viel befahrene Strecke im hansischen Handel, auch eine ganz wichtige. Zum einen wegen dem so bedeutenden Handel mit Salz von Lüneburg nach Lübeck und dann weiter nach Schonen, wo damit Hering haltbar gemacht wurde, der dann durch die Hanse ja europaweit gehandelt wurde. Zum anderen wurden die Waren des hansischen Fernhandels von überall her über Lübeck auch und dann weiter über Lüneburg ins Binnenland gehandelt. So viel also vorab und nun machen wir uns auf den Weg von Lübeck nach Lüneburg. Die wichtige Handelsstraße nach Lüneburg und dem Reiche verließ Lübeck jenseits der heutigen äußeren Mühlentorbrücke, überquerte zunächst die südwestwärts gelegenen Anlagen, wie deren alter Baumbestand noch erkennen lässt, und folgte sodann eine Strecke weit dem Zuge der Kronsforder Allee. An ihrer linken Seite, schräg gegenüber der Abzweigung der Gieniner Straße, lag an der Stelle des jetzigen Konzerthauses Kolosseum das seit 1652 mit der Kruggerechtigkeit belehnte Gehöft Poggenpol, das seinen Namen nach einem ehemaligen benachbarten Teich führte. Der weitere Verlauf der Straße ist genau in eine 1850-51 vom Hauptmann von Bülitz-Löwen gefertigten Flurkarte eingetragen. Sie deckte sich etwa 600 Meter weit mit der auf dieser Karte als Kunststraße bezeichneten, zwei Jahrzehnte zuvor gebauten Kronsforder Allee bis zur späteren Eisenbahnüberführung vor Roteweg und verlief sodann in wechselnder Breite östlich neben ihr in der Richtung auf das Gehöft Ringstettenhof, ohne dies zu erreichen. Dort, wo sie den nunmehr zugeschütteten Oberlauf der bei der Walkmühle in die Trave mündenden früheren Medebeke überschritt, strebte sie in flachem Bogen wieder der Chaussee zu und vereinigte sich mit ihr vor der alten Gärtnersiedlung Rotebeek. Zwei Flurkarten von 1668 und 1720 zufolge lag der oben beschriebenen Strecke der Hamburger Landstraße bzw. der Heerstraße von Lübeck nach Hamburg, wie sie auf diesen Karten genannt wird, links vor der Abzweigung des Weges nach Ringstettenhof, der 1668 dem Ratsherrn Gotthard von Brömse gehörige Hof Medebeek. 1644 wurden vor dem Wege vom Mühlentor bei der Medebeker Brücken so eingefallen, den Steinbrücken gezahlt 12 Mark, 10 Schilling. 1680 der Steindampf für Mühlentor von Brömsenhof an, ausgebessert und im folgenden Jahre der Damm diesseits Brömsenhof neu gebugget. Ferner ist 1623 wie der Megebeke zwischen der Mege und der Rotenbeke und an dem Stehenwege in der Rodenbeke auf jenseits der Bruggen über die Rote Beke am Südrand von Rotenbeek das Pflaster erneuert worden. Andere, nicht gepflasterte, schwierige Teile dieser Landstraße pflegte man mit aufgelegtem Knüppelholz und Strauchwerk sowie mit Erdaufschüttungen Farbe zu erhalten. So erwuchsen im Mai bis Juli 1666 der Stadt größere Ausgaben, um für den Mühlendor den Weg bis an die Rote Beke mit Holz und Busch auszufüllen, auch mit Erde zu verhohen. Beim Krummesser Baum, dessen Namen ein Gasthof erhalten hat, passierte man die Lübeckische Landwehr. Den Durchlass deckte ein von einem Dachgeschoss
mit Giebeln überhöhter dreigeschossiger Turm, mit Torbogen in Verbindung mit einem Palisadenzaun und vorgeschobenem Schlagbaum, wie eine dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts entstammende getuschte Federzeichnung ausweist. 1785 war dieser Turm noch vorhanden. Weiter südwärts führte die Straße durch das Kirchdorf Krummesse, wo nach einem Beleg von 1342 Wagen beraubt wurden und lübeckische Ratsherren öfter mit den Herzögen von Sachsen-Lauenburg zusammentrafen und hart am Dorf Kehlsdorf vorbei durch das Kirchdorf Großbergentin. Während auf dieser ganzen Strecke südlich von Rotebeek der hochgelegene feste Untergrund Wegeausbesserungen entbehrlich machte, wurde es anders, sobald sich die Straße nach dem an der Stecknitz gelegenen Dorfe Hollenbeck hinabsenkte, hier dem gleichnamigen Bach überschritt und dann zur Behlendorfer Flur wieder anstieg. 1458 ließ der Lübecker Rat bei Hollenbeck Wegearbeiten mit einem Aufwand von rund 226 Mark vornehmen. 1466 kostete der Weg te Behlendorpe to Bruggende 316 Mark, 9 Schilling, 2 Pfennig und 467 die Brugge to Halenbeke und to Behlendorpe den Weg to Marken 203 Mark, 12 Schilling, 8 Pfennig. Nach dem 1613 einsetzenden Wege- und Stegebuch erforderte 1616 die Instandhaltung des Steindamms zwischen Behlendorf und Hollenbeke und des Steindamms Uffenbellendörfer Felde rund 131 Mark. 1623 sind für diese Neupflasterung des Steindamms in dem Dorfe Barkentin zwischen Barkentin und Hallenbeke auf jenerseits der Hallenbeke in dem Berge bei dem stehenden Kreuze zwischen dem Hallenbeke und Behlendorfer Felde, wie die dortigen Ortsbezeichnungen in den allwöchentlichen Ausgabenbuchungen lauten, rund 395 Mark verausgabt worden. Zur Deckung solcher Aufwendungen erhob Lübeck bereits im 15. Jahrhundert bei Behlendorf einen Wegezoll. Die Straße führte sodann etwa 300 Meter westlich an Behlendorf vorüber. Denn der dortige Weg ist auf einer 1759 vom Major Schumacher angefertigten Scherte von den zu dem Hofe und Dorfe Behlendorf gehörigen Ländereien als Weg von Mölln nach Lübeck benannt. Südlich anschließend verlief der Weg wohl zwischen Lankau und Alpsfelde. Einer 1809-13 von dem Stadtbaumeister Behrens und seinen Söhnen vermessenen und gezeichneten großen topografischen Karte des Gebietes der freien Hansestadt Lübeck zufolge, berührte die Straße dann Gretenberge und das Kloster Marienwolde. Anfang 1605 buchte die Lübecker Kämmerei Reise und Kosten eines Ratsherrn nach Mölln und Behlendorf, wegen des neuen aufgehangenen Schlachtbäumes bei Marienwolde. Durch das Gülzower oder Wassertor erreichte die Straße, die bereits 1220 als landesherrliche Zollstelle bezeugte, 1359 propter Defensionem Communis Strate Regie in lübeckischen Pfandbesitz gelangte und bis 1683 in ihm verbliebene Stadt Mölln. Im 16. Jahrhundert war die Strecke über Krummesse die wichtigste Verbindung zwischen Lübeck und Mölln. Nach dem Verlust von Mölln 1683 wollte jedoch Lübeck die Steindämme bei Großbergentin und Hollenbeck nicht mehr unterhalten. Der Verkehr verlagerte sich auf die östliche Fredeburger Straße. 1741 verlegte dann die hannoversche Regierung für das Herzogtum Lauenburg offiziell die vor dem von Mölln über Marienwalde, Hollenbeck, Behlendorf, Großbergentin, Kelsdorf und Krummes auf Lübeck gegangene Heerstraße weiter östlich über Fredeburg, Groß-Sarau und Groß-Grönau.
Die Straße aus Lübeck verließ Mölln durch das westseitige Steintor und überschritt den 1391 bis 1398 gebauten Stecknitzkanal beim ansehnlichen Hahnenburger Schleusenhaus. 1409 brannte der Herzog von Lauenburg den Torne ob der Sluse ab. 1439 ließ der Lübecker Rat den Damentor Hahnenborch vor Mölln ausbessern. 1595 übernachtete hier zu Hahnenborg der lübeckische Ratssekretär Johann Brambach auf der Rückreise von Halberstadt. 1612 ließ die Kämmerei den Steindamm bei Hahnenburg so nach der Elbe geht ausbessern und progen. 1613 zahlte eine lübeckische Gesandtschaft nach ihrem Aufbruch von Mölln die Gebühr zur Schleuse, den Schlagbaum zu öffnen. Und 1615 vergütete die Kämmerei dem Hauptmann zu Mölln, Hans Spangenberg, 95 Mark, 4 Schilling, so er an dem Mollenschen und Haneburger Steindamme wegen des Bruggendes aufgewendet. Ferner wurden ehemals die nach Aachen wandernden oder von dort heimkehrenden Pilger auf der Hahnenburg aus einem 1475 vom Möllner Bürger Godeke Heise ausgesetzten Legat gespeist. Die Straße überwand weiterhin vielleicht bei Altmölln den Mühlenbau. 1445 verausgabte Lübeck 121 Mark 7 Schilling 8 Pfennig vor dem Damm zur Oldenmolde zu Bruggende und verlief dann auf breiten Felde oder sie ging, wie Prange meint, von der Hahnenburg am Fuße des Altmüllner Berges an dem Stecknitzkanal entlang nach Breitenfelde, ohne Altmüllen zu berühren. Beim Kirchdorf Breitenfelde wurde 1371 ein Straßenraub verübt. Dann führte die Straße über das von 1468 bis 1747 im Besitze Lübecks befindliche Woltersdorf und über Hornbeek, wo zu Horneburg Ende Oktober 1621 die zum Kreistage in Braunschweig entsandten Vertreter Lübecks auf ihrer Heimreise zwischen Lüttau und Mölln Kerzen für ihre Kutscherlaternen einkaufen mussten und 1654 der Lübecker Ratsherr Johann Pöpping auf seiner Reise nach Regensburg und Wien Nachtlager hielt. Als weiterhin an der Straße gelegene Ortschaften sind die Dörfer Roseburg, Siebeneichen, Pötrau und Schnakenbeek durch Wegelagereien im Zeitraum von 1457 bis 1476 bezeugt. 1471 setzte der Lübecker Bürger Johann Büss 5 Mark aus, um den Luthoer Fort, da des Woll betreff ist, zu markende. 1480 schrieb der Rat von Lüneburg zweimal an den Herzog von Lauenburg wegen des bösen Weges zu Luthoe, beziehungsweise mit dem Konzepte der von Lübecke von dem Steinwege zu Luthoe. Auch in zahlreichen jüngeren Itineraren lübeckischer Gesandter kommt die oben genannte Ortschaft als Raststätte vor. Bei der gegenüber von Adlenburg gelegenen ehemaligen Ertenenburg und dem benachbarten Sandkrug, wo der feste Geestboden bis unmittelbar an den Elbstrom reicht, war wie noch heute der natürliche Elbübergang. Nach dem Sturze des Welfenherzogs erklärte Kaiser Friedrich I. die Lübecker im Übrigen für zollfrei im Herzogtum Sachsen. Nur sollten sie für jeden bei Adlenburg übersetzenden Wagen 5 Pfennig Zoll entrichten. Als damals Herzog Bernhard von Sachsen die Fähre von dem zerstörten Ertheneburg nach dem neu erbauten Schloss Lauenburg verlegen wollte, verfügte der Kaiser auf die Vorstellung der Lübecker hin, dass sie zur Ertheneburg übersetzen sollten wie zuvor. Jenseits des südlichen Landungssteges vor dem Kirchdorf Adlenburg, bei dem 1466 der Lübecker Bürger Michel Lamm beraubt und 1524 Kaufleute aus Münster gefangen genommen wurden, passierte man die seit 1352 bezeugte und erst 1618 durch eine Brücke ersetzte Nezefähre, bei dem im 15. und 16. Jahrhundert fast dauernd im Pfandbesitz der Stadt Lüneburg befindlichen Schloss und Dorf Lüdershausen.
Von dort führte die Straße über Briedlingen, wo zum Ende des 14. Jahrhunderts sowie 1455 Kaufleute beraubt wurden, und über das Kloster Lüne nach Lüneburg, das sie durch das Lüner Tor und weiter nach Überquerung der Ilmenau beim Neubrücker Tor erreichte. So, jetzt sind wir also in Lüneburg angekommen und ich hoffe, ihr habt die Reise auch sehr genossen. Wir haben ja einiges erlebt, Straßenraub, wir haben erfahren, wie die Lübecker ihre Straßen auch immer wieder ausbessern mussten, wie sie Wegzoll dafür erhoben haben, um eben gute Straßen zu erhalten, damit sowohl Kaufleute als auch andere Reisende die Straßen benutzen konnten. Und falls es Zuhörerinnen aus Lübeck, Mölln oder Lüneburg gibt, vielleicht wollt ihr diese kleine Vorlesestunde hier auch nutzen, um diese alten Wege für euch wiederzuentdecken.